Frohe Ostern. Überall woanders, nur hier nicht. In Kathmandu oder Nepal. Wir feiern, also die feiern kein Ostern. Das ist ja alles hinduistisch oder buddhistisch angehaucht. Die Christen sind hier klar in der Minderheit. Deshalb, ich hatte das auch überhaupt nicht auf dem Schirm, dass schon wieder Ostern ist. Komisch. Ne? Das war doch erst letztes Jahr. Verrückt. Wir sind heute bei Nusettl gewesen zum allerletzten Mal, um dort noch ein bisschen was zu drehen. Es hat aber lange gedauert, bis wir dort hinkamen, denn unser Fahrer hat sich erstmal schön verfahren. Unser Fahrer, der überhaupt kein Englisch spricht, mit dem man in keinster Weise kommunizieren kann. Er ist nett, glaube ich, aber der kriegt halt so gar nichts mit, was man von ihm will. Der ursprüngliche Plan war halt, dass er uns direkt zu Nusettl fährt, hier vom Hotel nach Patan. Das ist wohl, müssen so 8 Kilometer sein, tippe ich jetzt mal. Das ist immer so eine halbe Stunde Fahrt. Er hat uns auch schön auf den Berg hochgefahren, allerdings auf den falschen. Wir sind gelandet an irgendeinem Monastier, irgendeinem Buddha-Kloster. Und dann sind wir ausgestiegen und haben gedacht, und jetzt? Was denn jetzt? Wir sind hier nicht bei Nusettl. Irgendwann hat sich das Ganze auch geklärt. Er hat dann irgendwann auch mitbekommen, dass wir vollkommen falsch waren und hat dann mehrfach nach dem Weg fragen müssen. Und nach 2 Stunden, glaube ich, sind wir dann letztendlich angekommen. Das ist nicht übertrieben. Dort habe ich dann ein Interview geführt mit Chitra, dem Chef von dem Ganzen, der uns auch hier immer schön begleitet und alles für uns tut. Hier ein Anruf und Chitra regelt das. Der hat mich dann nochmal ein bisschen rumgeführt, die ganzen Produktionsstätten gezeigt und so. Ja, was war noch? Das war es eigentlich im Groben und Ganzen. Ich habe Gedichte geschrieben. Betrachtet es als Lückenfüller, aber ich trage jetzt einfach mal was vor. Es ist schön in Nepal, doch für mich eine Qual, sehe ich jedes Mal den Müll überall. Kevins Glatze ist kahl, mein Gorka schmeckt schal, das ist Bier. Zum Reis isst man Dal, das ist so ein grünes Zeug, was drüber gemacht wird, und tags drauf nochmal. 2 Wochen Durchfall, das ist nicht normal. Die Inder im Saal, sie feiern fatal. Ein Hund bellt brutal, so schlaf er mir stahl. Und noch eins zur Abendstimmung, bevor ihr alle schön ins Bett geht. Hier, ihr seht ihr schönes Sonnenabendrot, wenn der Hartmut drüber schwenkt, überstrahlt es, glaube ich. Was ist, wenn ich mich mitbewege? Ich kann dabei ja schon ein bisschen rezitieren. Die Sonne geht unter in Kathmandu. Inmitten der Straße, da steht eine Kuh. Sie schaut gebannt unserem Filmdreh zu und haucht uns herüber ein zärtliches Mu. Und mit diesem Gedanken entlasse ich euch in eure geruhsame Nacht oder was auch immer. Tschüss.